Yes, baby! Woo! Yes, boys! Sieg vom Weißler! Woo! Yes! Zweiter Sieg in Folge vom Weißler! Jetzt gleich mal heftig crashen! Oh mein Gott! Mit dem Jan Bürgi im Short sind wir kollidiert. Schau mal. Boah, das ist witzig! Ah, es waren auch schon 10 Minuten. Wie lange dauert bis der Motor im Arsch ist von Beißler? 120, 121, 122. Jetzt muss er doch fahren, regelt der Motor. Der ist ja immer noch nicht, der ist nicht kaputt. Yes, 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 yes! Wir fahren nach Mainz. Genau, das ist jetzt super drauf. Ich glaube, den Gag machen wir jetzt bis Saisonende. Und zur nächsten Saison überlegen wir uns einen neuen Gag. Ja. Das aber den nächsten Ostdeutschen. Also müssen wir erst noch einer suchen, oder? Der Oh, gibt doch mit Sicherheit genug. Gibt noch ein paar, glaube ich. Ja, und wie er schon... 39... Voll richtig. Was ist jetzt los? Achso, hat sich gerade kurz aufgehängt, geht aber wieder, Gott sei Dank. Denn ich hatte nicht gespeichert. Und ja, 39 Runden erwarten uns. Im letzten Part haben wir gesehen, dass uns der Computer eine Durchgabe hat. Dem sehe ich aber anders. Ich glaube, das halten die Reifen nicht durch und die Crashs vielleicht auch nicht, je nachdem. Und deswegen fahren wir mit einer Einstoppstrategie. Ich denke, das macht Sinn, oder? Frische Reife kann man zur Rennmiete immer was bewegen. Frische Flügel. Denn wir schauen auf die Startaufstellung und sehen, dass da der Luca Lichtmann... Aber das war ja schon klar. Für mich zumindest. Na gut, aber die Überfahrt verfolge ich bis zum Ende der Saison. Mal schauen, was daraus wird. Hinter mir ist der Ex-WM-Führende, der WM-Zweite, Tobias Bürg, Schiebe. Dann der Marcel Pelz und der Schweizer. Dann der Jan Bürgi, der Tien, der Le Gall und der Lukas Bär. Das sind die ersten 10. Und dann kommt schon mein Liebling schlechthin, der Valentin Hinde. Erstmal weit genug weg, um ihn zu treffen. Vor Weber, Patzak Lang. Dann Eichert, Hartmann, der Gilbert Grün. Der Pfaffinger, Hamerski, Dagomey, also für den läuft gar nichts zusammen im Moment. Stefan Meyer, Bergold, Daniel Schmutz und der Bergmann, sowie auch der Valvorik. Der steht in der letzten Startreihe mit dem Harimi zusammen und das... Also ich hätte mir ja... Der Valvorik auch noch reingeschlafen, ja. Valvorik ist noch reingerutscht, ich hätte aber anstelle vom Harimi noch... dabei ist, das gefällt mir gut. Der braucht dort den Rest von der Saison eigentlich gar nicht mehr mitfahren. Aber dann hätte ich ja nicht mehr, dann hätte ich ja einer weniger zum Treffen. Das wäre ja auch scheiße für mich. Wenn ich auch mal so sehe. Ja, dann denke ich. Werde ich auch mal die Startaufstellung präsentieren, oder? Du hast das Wort. Ich bin im. So, sehr Grand Prix 2. Wir sind im Rennen von Ungarn. Pole Position hat der Valvorik vor Schumacher, dann der Coulthard, Damon Hill, Mika Hakkinen, Sean Lisi. Katayama auf der 7, mein Kollege, dann der Beißler, oh, der Kenny und der Hose sind die ersten 10. Oh, leck, der Schweizer hätte auch Start hingelegt, mein lieber Mann, der vor mir. Und ich komme schon wieder mal nicht zum Reden, ich sehe schon, ich fange auch einfach mal an zum Fahren. Oh, leck, WM-Stand können wir uns dann später noch anschauen. Es ist nichts passiert. Schumacher macht keinen Scheiß. Es ist nichts passiert, liebe Leute. Also zur Erklärung, ein super Start von Matze Schweizer, der ist da auf 2 vorgeprescht, am Kenny noch vorbei. Der Kenny war ganz knapp an der Berührung dran mit mir, ich habe sie aber vermieden, aber da ist der Schweizer vorbeigerutscht und den habe ich Wing angeschoben, der ist jetzt Dritter. Sonst sind alle Flügel dran, alle Reifen und der Verbremser auch und damit geht's weiter. Brandl 19, Verstappen 20, die sind ja ganz schön weit hinten. Boah, leck, der Schweizer, ja Mensch, das hätte Matze nicht zugetraut. So ein Raketestart von meinem vielleicht nächstjährigen Teamkollege. Aber so, ich habe mir den Platz 1 gerade wieder von Schumacher geholt. Den hatte Benetton von Lichtmess. Oh, Schweizer, wir erinnern uns ja alle, was der in San Marino mit mir gemacht hatte, Schweizer. Oh, ich hätte ihn sollen abschießen eigentlich, denn in San Marino hat er mich ja weggeschubst. Ach, oh, scheiße. Ich hätte den Schweizer sollen abschießen, denn der hat mich ja in San Marino bedrängt. Ach Mann. Ach Mann, ich hätte ihn sollen ins Kiesbett schicken. Der hat mich doch damals abgeschossen in San Marino. Oh, jetzt muss ich ganz schnell weg vom Schweizer, sonst schießt er mich ab.
Wer hat dich in San Marino abgeschossen? Ich hab's noch nicht mitbekommen. Der Schweizer! Oh Mann. Aber das wird nicht mehr lang gehen, weil der Lichtmess, ich hole jetzt auf. Der Pfaffinger ist schon an der Box. Was war mit dem Steffen? Wir fahren übrigens 39 Runden, liebe Leute. Steffen Pfaffinger hat sich der Frontflügel kaputt gefahren, ohne meine Einwirkung. Das geht überhaupt nicht. Wie hätten der das gemacht? Sehen wir leider nicht mehr, weil er in der Box ist. Und ich bin gerade auch neben der Strecke gewesen. Und gleich nochmal. Oh Mann. Also, läuft, sagst du, ja? Ja, total. Die Einstellung, die Flügeleinstellung, die ihr im Qualifying gesehen habt, die fahre ich nach wie vor. Ich auch. Und das ist halt beim Kurvenausgang, wie ihr gesehen habt, echt übel. Zweimal schon. Jetzt bin ich auf Platz 12 gerade zurückgefallen. Ja, 10 Plätze hinter mir. Das fuck it. Also es fängt so an wie in Barcelona, weil Warwick hat ja damals schon in Barcelona gewarnt, das könnte hier ähnlich werden. Der Beißler, der hält sich jetzt erstmal zurück. Ich lass mal den Lichtmesser ein bisschen fahren und dann beobachte ich das mal, so gut es geht, wenn der Matze Schweizer dahinter keinen Mist baut. Ansonsten ist er ganz schnell in dem Reifenstapel da drüber, wo wir jetzt vorbeifahren. Also Matze, pass auf, was du machst. Dritter Platz kannst 19. du gern werden, aber mich nicht runterschießen. Platz 19 dabei. Ich bin so ziemlich ganz hinten. Aber du holst es auf, du kannst ja aufholen, das haben wir ja schon in einigen Rennen gesehen. Ich habe übrigens die Schleuderkorrektur wieder drin. Lichtmess 1,29,887, schnellste Runde. Ja, der zieht mir jetzt ein bisschen weg davon, aber ich glaube, der hätte ein leichteres Auto. Die Flügeleinstellung ist eigentlich gedacht, um vorne wegzufahren, nicht um von hinten vorbeizukommen. Oh, da hakelt schnelle Runden. Da hakelt schnelle Runden. Ich habe es mal versucht, aber ich. Ja. Ich bremse immer an der eine Kurve da, wo ich ja im ersten Qualifying mal einen Flügel verloren habe, weil ich da Angst habe, mich zu drehen. Aber in der Kurve, da bin ich also schneller wie der Benetton, aber auf der Gerade, da ist dann der Benetton schneller. Aber da hagelt schnelle Runden, der Hamerski im Sauber hatte gerade eine. Ich hatte halt gehofft, dass ich vorne wegfahren kann, aber das kam gar nicht so. Die erste Kurve war gleich ein Desaster. Also die erste Runde. Also ich bin überrascht, die letzte vielleicht Kurve. Die Trendwende hier, das Rennen. Die letzte Kurve zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist das extrem übersteuern. Nee, also letzte Kurve hat es nur im zweiten Qualifying geleckt, vom Aufnehmen her. Aber da komme ich super raus, also ganz toll. Aber ich habe auf der Gerade keine Chance gegen den Benetton, was mir im Moment jetzt aber egal ist. Solange ich hier das Rennen gut mitfahren kann, werde ich jetzt erstmal das so lassen. Der Schweizer ist jetzt gut hinter mir über eine Sekunde. Der darf auch kein DRS benutzen in der heutigen Formel 1. Gott bin gerade Bestzeit gefahren. Also die Runde war wieder gut. Bin auf Platz 12 wieder noch vorgekommen. Muss aufpassen, dass ich nur keinen Krampf in der Wade kriege. Alter, Lesi, überlegst du dir dann bald, ob du es überholen möchtest oder nicht? Danke. Also die Einstellungen, die wir haben hier vom guten Fuchsi, da sagen wir nochmal schöne Grüße an der Stelle und können sein Grand Prix 2 auch nur empfehlen. Die sind in den Kurven sehr gut, nur auf der Gerade muss man halt dann ein bisschen Speed einbüßen. Aber in der Kurve ist das ziemlich gut, da bin ich richtig am Benetton dran. Und wenn's dann ja, das ist es ja, man ist extrem schnell in der Kurve und dann Kurvenausgang, wupp. Aber ich habe auch die Schleuderkorrektur wieder drin. Also solange das Rennen so gut läuft, wollen wir auch nicht crashen. Aber Kurve ist echt extrem, wie schnell man da ist. Man fährt da wie auf Schienen durch. Also mit Platz 2 bin ich zufrieden. Momentan Zweiter. Hätte ich mir jetzt nicht so zugetraut. Aber Hockenheim hat der Beißler ja gewonnen. Auch wenn es mit dem Sprit nochmal eng hätte werden können. Selbst der Schweizer verliert jetzt extremst auf mich. Wieder eine Zehntel verloren. Ist so gut, soweit der Schweizer hinter mir weg ist, ist gut. Denn in San Marino, da hat er mich ja abgeschossen. Aber da hat der Schweizer ja dann später auch noch dran glauben müssen in dem Rennen und das Rennen danach auch noch. Also danke, XDQM-Hose, das war nett von dir, da Platz zu machen in der Kurve. Ja, siehst du, der Hose kann auch nicht nur blocken. Ja, er hat auch bestimmt einen Block, der Hose, oder? Der alte Gag. Der war ja ganz neu bei Essen. Ich wollte noch mal bringen. Da ist mein Flügel weg, vor lauter Freude über den Witz. Ich hab gedacht, dass du den vergessen hast vielleicht. Ja. Schauen wir uns das nochmal an.
Hast du jetzt echt das Auto weggeschmissen, oder wie? Ja, über den Körb gefahren und da war der Flügel. Oh nee, oder dann. Sorry, wegen dem Witz jetzt. Wegen dem Witz jetzt gerade. Nee. Oder so, weil du die Strecke sowieso nee, schon nicht so. Magst. Wegen der einfach vorherrschenden Unfähigkeit. War natürlich dein Witz, Beißler, hat nichts mit meiner Unfähigkeit zu tun. Ja, natürlich. 1,8 der Schweizer schon hinter mir, das wird immer besser. Bin auf Platz 10 vorgefahren wieder, nach meiner Unfähigkeit, bis zur nächsten Unfähigkeit. So, komme ich an die Box oder fahre ich weiter? Schwer zu sagen, aber durchfahren, wenn du... Welche Runde bist du? 5. Ja, bin 6. Dann, nee, das lohnt sich nicht, da gehen die Reifen wahrscheinlich kaputt. Wenn du hast ja schon mal geschafft, auch in manche Rennen, in AIDA hast du, glaube ich, auch lange ohne Flügel in der Gegend rumgeeiert und ist noch gewonnen. Mhm. Vielleicht würde ich das hier auch probieren, auf der Strecke, aber ich weiß auch nicht, mit einer schnellen Kurve jetzt, mit den Einstellungen. Der Schweizer ist schon wieder im Heck. Der ist mir schon wieder im Heck, der Schweizer. Was sucht denn der da hinten schon wieder? Der will naschen. Der nascht gleich woanders, wenn er eine dumme Aktion macht, nascht er was anders, nämlich die Leitplanke. Vielleicht schnüffelt er nach Trüffeln. 1,3, aber ist immer noch über eine Sekunde hinter mir. Solange das so ist, ist es okay. Also bei mir ist das Rennen momentan so ein bisschen erstmal abwarten. Erstmal schauen, was macht der andere, wann geht wer in die Box. Ich bin mal gespannt, wann der Lichtmess in die Box geht. Man sieht es ja nicht, wenn man selber fährt, gell? Abwarten also, kenne ich nicht. Ich kenne Hopp oder Drop. Ja, der Beißler, der hat ja schon die Wende in Hockenheim ein bisschen versucht einzuleiten. Ich hoffe, das kann er hier weiter fortsetzen. Der Beißler muss mal auf F1 drücken. Ja, das steht ja so gefallen. Was dann passiert, da vorne der Reifenstapel lege ich dann drin. Das macht dann jetzt den Schweizer einzige Wende und das ist dann die Wende des Beißlers im Reifenstapel. Ach so, du meinst die andere Wende und dann fahrt ich voll dran frontal auf der Schweizer. Ach, die Wende hast du gemeint. Nee, lass mal stecken erstmal. Und dann gewinnt der Kenny? Na, auch nicht so gut. Nee, der Kenny. Aber wir könnten mal die Reihenfolge durchgeben, wenn ich auf der Start- und Zielgerade bin. Pause-Taste funktioniert. So, ach, der Lichtmess. Reihenfolge, warte, ich muss meinen Dingsbus wieder reinmachen. Der Beißler 2, Schweizer 3, Bürgi Tobias 4, Jan Bürgi 5. Der Tientran 6, der Kenny auf der 7 mit. Dann der Pelz, der Weber, der Le Gall, der Lisa ist immer noch 11, da hahaha. Ha. Dann der Lang, der Patzak, der Dagome ist auch schon vorkommen, für den da. Dann Hartmann, Grün. Hartmann. Der Valvorik, der müsste auch mal ein bisschen der Hintern lupfen, immer noch 17 da. Dann der Schmutz steckt ja schon Getriebe, der Bayern-Fan. Dann der Bergmann, der Eichert. Der Bergold, der Harimi, der Hamerski und der Stefan Meyer. Der Lukas Bär und der Pfaffinger, beide sind am Ende vom Feld. Der Pfaffinger hat sie irgendwo schon. Ich glaube, die sind kollidiert miteinander, weil die haben einen Mordsrückstand, die zwei. Ich glaube, dass die kollidiert sind miteinander. An die in der Box oder? Nur der Pfaffinger war vorhin an der Box. Ich glaube, der ist kollidiert mit dem Teamkollege. Mein Gott, das gibt's ja nicht. Aber das kenne ich ja auch. Habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, wenn man mit dem Teamkollege kollidiert in der Saison. Am liebsten den Teamkollegen. Kann das schon nachvollziehen. Also. So. Oh, 2,1 vom Jos Schweizer. De Boss. Yes. Ja, der ist vor mir auch. Nur heißt der Lichtmess der Jos de Boss bei mir. Aber nicht mehr lange ist der Erste, hoffe ich. Bei dir ist er auf Platz 1, bei mir auf Platz 18. Na, nimm mir lang. Also jetzt habe ich die Runde gut hingekriegt. Ich bin schon dran am Benetton, aber jetzt kommt die Gerade. Da habe ich keine Chance. Und jetzt tschüss, Jost, der Boss. So, ich bremse mal ab, denn hier will ich keine Kollision mit dem Lichtmess haben. Also, wow! Die Kollision. Ich kann bei Valvore gerade etwas anders. Die Kollision gibt's beim Valvo, das hört man schon. Oh, jetzt bin ich direkt hinter ihm. Jetzt muss Alvaretto ich. Alvaretto macht Platz und macht einen Platz und zieht bei mir volle Kanne wieder rein. Auf was die Ideallinie. Kaputt? Das war knapp. War's kaputt oder nicht? Nee. Zum Glück nicht, aber das war. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit eingebüßt. Voll die Kanne reingezogen. Super, ey. Der Schweizer holt da wieder ein bisschen auf. Der Kenny ist aber böse zurückgefallen. Der war gerade noch Vierter und jetzt noch Siebter. Von Bürgi Brothers überholt Woche. Und der von Jason Tien. Getriebeschaden?
Aber der Valvoric ist noch schlechter bei mir im Rennen. Der ist noch 10 Plätze hinterm Kenny. Noch schlechter als der Kenny. Echt, dass du so irgendwie so überhaupt nicht lustig bist, ne? Oh, leck, ich hab viel gut verloren. Nein, nicht schon wieder. Was ist jetzt passiert? Frontflügel. Oh Mann. Du machst jetzt den Beißler, glaube ich, habe ich das Gefühl, oder? Und ich mache jetzt den Valvoric. In den besseren Rennen. Kurve. Oder den Kenny. In Trackmania. Der zieht euch ja mal ab. Also das Rennen gefällt mir auf jeden Fall sehr gut bisher. Ich bin richtig dran am Lichtmess. Vorhin musste ich mal richtig bremsen, ab 6 Zehntel verloren gegenüber dem Schweizer, weil das bin so dicht aufgefahren. Aber war keine Stelle zum Überholen und dann habe ich lieber gebremst, wie dass ich im Hinter drauf knall. Panis hat jetzt nämlich nicht nachgegeben, gerade in der Kurve. Ach, die habe ich dann etwas überfahren, weil ich unbedingt vorhin kommen wollte. Der Panis. Sind wir gemeinsam fast in die Kurve eingebogen. Das war einer zu viel. Das war ein Frontflügel zu viel. In Barcelona war es geil. Zu dritt auf der Zart- und Zielgerade. Und der Valvoric zieht vorbei. Und dann kam die Kurve danach. Und dann, ich hasse diese Dreckskurve. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Und die anderen fuck Dreckskurven auch. Das ist ein ganzes Fuck-Spiel. Aber danach kommt doch Monza, oder? Danach kommt Monza und Spa. Monza, genau. Oh, Monza, das könnte eine Siegchance werden, wenn das so ist wie Hockenheim. Da kann ich die Spa Flügel auf jeden Spaß. Auf Spaß freue ich mich auch. Was kommt dann? Portugal und Estoril und Jerez kommen dann, gell? Und dann die Überseerennen noch. Japan und Adelaide. Wer ist denn da? Frenzen ist draußen. Die haben beide Getriebeschaden, beide sauber hintereinander. Auch nicht schlecht. Und die sind beim Jahr noch drin. Der Schmutz ist direkt bei dir im Getriebe. Immer noch. Ich bin immer noch im Getriebe vom Lichtmess. Mal gucken, was der Abstand zum Matze Schweizer sagt jetzt. Wo ihr alle drin seid, ey, das macht mir ein bisschen Angst, so. 1,8 ist geblieben, 1,1. Ich bin gerade an der Box. Drin. Der Kenny. Platz 22 wieder draußen. Also für den Valvo läuft heute gar nichts zusammen. Sie erinnert schon fast an Spanien. Nicht, dass du irgendwann einen Cool... Denk dran, da musst du einen Kultar treffen, aber wenn du... Oh, Lukas Bärsch raus! Was war mit ihm? Was war Getriebeschaden bei Lukas Bär? Ja, sorry, das tut mir leid für den Lukas. Also der hätte es nicht verdient. Ups, tut mir leid. Larus. Wen hast du jetzt ab... Oh, Larus, da ist auch einer kaputt gegangen. Die heißen noch bei mir Beißler Team und habe Getriebeschaden. Lukas. 19? Die Nummer 19 war es bei mir. Die direkt auf und verliert. Ne, die 20 ist bei mir. Verliert zwei Reifen. Ups. Oh Mann, der Valvoric wird heute zum Beißler und crasht. Also Lukas Bär raus. Das gemacht in der Kurve und dann auf einmal doch rübergezogen und ist dann, wird dann aufs Hinterrad angefahren. Also ich kann auch weiterfahren, eher nicht mehr. Es schadet gar nichts, es kann aber passieren. Ja, sag ich auch. Ja, das habe ich jetzt auch zum Lisa paar Mal gesagt, das kann aber passieren. That's life. Ja, eben. Aber der Beißler ist immer noch Zweiter, immer noch Zweiter. Für alle, die die letzte Renne gesehen haben, immer noch Zweiter. Selbst der Kenny kann es noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja, mal schauen, ob man sich daran jetzt gewöhnen muss oder nicht. Ja, also das wäre ja schon nicht schlecht, oder? Für den Kenny auch mal ein paar normale Rennen zu sehen vom Beißler, oder? Oh ja. Aber diesmal jetzt sind so vertauschte Rollen, oder? Bei mir immer, boah, scheiße. Beim Valvoric musst du dich dran gewöhnen, dass jetzt alles kaputt geht in der zweiten Saisonhälfte und bei mir läuft es jetzt prächtig. Aber mal abwarten. Das ist eine Strecke, Beißler. Eine Hassstrecke. Von zwei. Harimi an der Box, okay. Ach, ja, wir sind ja schon fast auf Halbzeit. Okay, dann geht der ziemlich früh rein, der Harimi. Die anderen kenne ich nicht so gut, die dann noch kommen. Also der, Europa sieht auch ziemlich kacke aus. Das ist Jerez. Jerez ist das. Jerez, ja.
Und Estoril, da könnte man auch mit der Flügel hantieren. Das hat doch auch diese geile, schnelle Stelle am Ende. Da und auch Edith ist heftig. Oh ja, in der ersten Kurve. Da muss man gleich bremsen, sonst knallt gleich mal einen drauf. In der Crash-WM. Da war der sehr erfolgreich. In Adelaide. Oh, Barcelona auch. Und Spa, das Sandmail, wo alle gleichzeitig abgeschenkt werden. Das war geil. So, Rückstand auf den Schweizer, was sagt er? Gerade waren es 1,7, jetzt sind es 1,4, Oleg. Da hat der Schweizer aufgeholt. Ich bin mal gespannt, was der Matze Schweizer da auch für eine Taktik hat. Ob der leichteres Auto hätte, dann muss er auf jeden Fall früher rein. Das wäre natürlich schön für mich. Wenn der Lichtmess so, in die nächste Runde reingeht, jetzt demnächst. Zwischendurch. Ich habe es eigentlich wieder wie immer. Bestzeiten und dann wiederum Abflüge und Ochsbesuche. Also ich hab jetzt gerade die Überlegung, ich hoffe nicht, dass die jetzt da hinter mir alle durchfahren und ich nachher der Einzige bin mit dem Harini, wo an die Box geht. Das wäre natürlich dann echt scheiße. Dann können wir gleich umdrehen, wenn das so sein sollte. Ich hoffe schwer, dass noch andere Einstopp machen. Aber man weiß es bei den KIs, NPCs und Co. nicht. Ja, sieht man erst, wenn jemand ausgeschieden ist. Aber das wäre echt kacke. Wenn du selbst ausgeschieden bist. Das wäre so kacke. Jetzt fahre ich so ein gutes Rennen und nachher gehen nur ich und der Harimi an die Box und die anderen fahren durch. Das wäre so scheiße. Aber dann kann ich das Rennen gleich umdrehen, Schleuderkultur raus und mal von vorne kommen. Aber noch, wo man denn nicht dran denken. So, 1,8 nach vorne, 1,8 nach hinten Rückstand. Kenny hat schon wieder Bilder im Kopf. Ich habe keine Bilder im Kopf, nein. Nein, nein, er hat nicht das silberne Fotoalbum mit dem roten Knopf, oder wie war das Lied? Oder rotes Fotoalbum mit dem silbernen Knopf und die ganzen Bilder im Kopf, gell, Kenny? Ich weiß leider nicht, wovon du redest. Aber na, das ist ein Lied, wo ich da gerade angespielt habe. Ach so, okay. Von Sido war das. Okay, sag mir jetzt nichts. Na, muss auch nicht jeder kennen unbedingt, die Typen. Ich meine, Sido kenne ich schon. Ich hatte ja damals auch eine Agro-Berlin-Zeit. Da war Bushido, gell? Bushido war nie dabei bei Agro-Berlin, gell? Da hat er nicht dazu. Ich glaube, die haben sich gehasst. War der auch dabei? Okay. Die haben sich doch gehasst, Sido und Bushido. Ja, aber die haben ja angefangen als Sido, Bushido und Bushido. Der Neger bei den Vital heißt, glaube ich. Flair war auch noch dabei. Ja, das war ja später. Da war ich ja dann schon geheilt davon. Da die warst du dann schon erwachsen. Die Agro-Berlin-Zeit. Ja. Aber die Musik ist ja auch nicht so dolle von denen, oder? Also sie war halt lustig, ne? War halt mal was anderes so, als immer nur ganze nette Krams und so. So, meine Theorie könnte sich zerschlagen, denn der Tien ist auch an die Box gegangen. Das heißt, ja, der Lang geht an die Box, also die machen doch einen Stopp. Jawohl, die Theorie hat sich zerschlagen vom Beißler, das heißt, das könnte sein, dass wir uns heute nicht umdrehen müssen in dem Rennen. Puh. Ist ja auch mal nicht schlecht. Muss ja auch mal sein. Mal gucken, wann der Schweizer an Box geht. Oder ob der ein paar könntest du schon rausschmeißen, so vor mir? Nein. Ich glaube heute nicht, in dem Rennen nicht. Und ich glaube in dem nächsten Rennen auch nicht. Aber das Spiel hat gerade angefangen zu lecken. Jetzt geht's wieder. Ja. Ja gut, ein, zwei Lecks würde Kenny zum Angucken ertragen, aber keine Leck-Competition wie in San Marino oder in Monaco. Ich wollte es gerade sagen, wenn das nicht vorhanden ist, ist alles in Ordnung. Nee, also das habe ich, aber ich habe es echt nicht mehr gefunden gehabt. Erst am nächsten Tag durch irgendwie Klicke zufällig auf Einstellung, ach da war das, da hätte man es machen müssen. Daran hat man gemerkt, dass es schon lange her war, dass man das gespielt habe. Aber jetzt habe ich es mir gemerkt. Der Jan Bürgi geht an die Box auf Platz 5. Dann wird der Kenny sogar wieder nach vorne rutschen. Also, die Aktivität an der Box beginnt. Wir sind in Runde 18, also das ist schon Halbzeit, ja. Oder Runde 16. Die DOS-Zahlen sehen so komisch aus. Ich glaube, es ist erst Runde 16. Bei mir fangen die Boxen, stopfst du auch gerade. Der Grün an die Box, der Hamerski an die Box. Der Stefan Meyer in der Box. Der Bergmann. Okay. Oh, jetzt hat es wieder angefangen mit Lecken. Da habe ich wieder ein bisschen Zeit. Und der Marcel Pelz ist aus dem Rennen. Warum ist er aus dem Rennen? Muss mir eine gerade Stelle suchen, damit ich nicht abfliege.
Was hat er gehabt, der Pelz? Getriebeschaden, das hatten wir doch heute schon mal. Dann war es auch für den Marcel Pelz. Tschüss, Marcel. Das war die Startnummer 3. Das war der einzigste Tyrrell, der heute startberechtigt war. Denn die Nummer 4 musste wegen Valvorin Platz machen. Wegen Harimi, entschuldige. Aber für den Beißler ist das unwesentlich, weil die sind alle hinten dran und das sind auch nicht die Leute, die man gerne treffen möchte. Also bei mir sind wie gesagt auch gerade die Boxen, wenn ich dich mal kurz unterbrechen kann. Natürlich, gerne. Boxenstopp ist gerade gestartet. Ich bin schon relativ lange jetzt wieder ohne Boxenstopp unterwegs. Gerade auf Platz 15. Vielleicht kannst du noch was mal, ob ich jetzt noch ein bisschen vorfahren kann, jetzt wo die Boxenstopps kommen. Beste Rundenzeit habe ich. Im Moment fahre ich immer so um die 1,28,5. Ich schaue gerade auf meine Rundenzeiten, weil ich habe noch Sprit und noch ist mein Boxenstopp noch nicht. Also von daher mal abwarten. Mein Teamkollege kommt gleich rein an die Box, der Ukio Katayama. Der ist auf Platz 5 vorne. Okay. Na, die haben schon großen Vorsprung. Boah, Schumacher führt mit 18 Sekunden Vorsprung. Den hättest du, dass er da abschießt, oder? Und der Kultat, was macht denn dein WM-Verfolger? Kultat auf Platz 3. Den müsst eigentlich treffen, weil du bist ja im Kampf um die WM dann wieder so ein Scheißrennen jetzt. Also, weil Valvorin wird's eng langsam. Bestzeit gerade gefahren wieder und vor mir einige an die Box gefahren. Ja, bei mir auch, der Bayern-Fan, Schmutz. Das heißt, ich bin jetzt auf Platz 12. Der Schumacher, Lesi, Kultert, Hill, Katayama, Hakkinen, Beißler, Hose, Berger und Herbert. Der Schmutz und kriegt jetzt bei Bayern-Schals ins Cockpit. Ich auf Platz 12. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sind gerade drei hintereinander. Ein schönes, enges Paket. Berger, Herbert. Mein Handy meldet sich gerade. Ich bin mal kurz weg. Ich bin ja wieder da. Nawohl, mach das. Mal gucken. Also, ich bin sehr überrascht, Valvo, von dem Rennen selbst. Also, hätte ich jetzt von mir nicht gedacht, dass ich doch jetzt so lang. Die Rennen hätte ich auch in San Marino, da hast du ja unter Kommentare geschrieben, ohne den Schweizer seine Dusseligkeit auch hinbekomme. Ja. Aber da war der Schweizer zu blöd. Der verliert jetzt auch ganz schön 2,5 jetzt. Aber ich habe auch jetzt ein leichteres Auto. Huh, Platz 9, yeah! Schön, schön. Was bedeutet das eigentlich, wenn da jetzt ein X an dem Boxe-Ding ist? Dass der Teamkollege gerade reinkommt an die Box oder reinkommen möchte. Ah, das heißt, dann kann ich nicht gleichzeitig kommen. Könntest du schon, aber du würdest halt dann hinter dem Teamkollegen stehen oder vor dem Teamkollegen stehen, je nachdem, ach, sowas Blödes wie platziert du bist. Der zeigt also wenn du reinkommst und du möchtest, dass der Tien dran wartet zum Beispiel, dann komm rein zur selben, in derselben Runde wie er. Nee, der Tien ist nicht mein Teamkollege, der ist schon draußen, so, der hat einen Getriebeschaden gehabt. Ne, der war in der Box schon. Der Lisa, dann könntest du jetzt reinkommen und der Lisa wird dann hinter dir warten. Könnte ich ihn ärgern, aber das machen wir nicht. Aber bei mir wird es ja angezeigt, wenn Boxengasse ist. Ich sehe ja dann das Boxenfeld, wenn mein Stopp dran ist, zeigt er mir das ja unter an im Fahrzeug ein. Zeigen. Ja, aber du kannst es ja auch vorverlegen, den Boxenstopp. Hm, ja, stimmt, an die Option habe ich nicht gedacht, aber ich würde halt wissen, was der Schweizer macht. Da geht der Lichtmess an die Box. Juhu! Das bedeutet, Führung geht für den Beißler. Yes! Jetzt muss ich auch was draus machen. Da wird der Schweizer Zweiter, wäre jetzt. Juhu! Mal gucken, was der Beißler macht. Jetzt zählt's. Der muss hier auch noch rein. Der Schweizer ist Zweiter. Ja, Valvo, was traust dem Beißler da jetzt zu? Der ist jetzt im Moment Erster. Wer hätte das gedacht in Ungarn? Bin schon gespannt, was da rauskommt. Der Lisa ist auch an der Box. Jetzt hätte ich ja in die Box gehen und der Lisa aufhalten. Den Hose überholt. Den Hose überholt und bin aktuell auf Platz 7. Also ich habe wieder gut Hartmann aufgeholt von Platz 22 auf 7 nach vorne. Hartmann in der Box. Valvo und ich muss ja nicht mehr rein, nicht mehr an die Box, theoretisch. Du könntest noch. Aber was mein holen. Abstand ist halt doch 30 Sekunden auf Platz 1 auf Kultart. Schauen wir mal, ob der noch reinkommt. Also der Valvo ist bei mir gerade reingewandert in die Box, war 13 in deinem Moment. Ja, er läuft nicht so gut bei mir, also bei dir. Dafür läuft bei dann Beißler umso besser, aber auch der merkt, dass die Reifen so ein bisschen nachgeben tun. Aber der Schweizer, der ist noch gut hinter mir, also den. So, jetzt ist das X-Zeichen bei mir weg. Das heißt, der Lisa war ja schon.
Leider, ich hätte sollen reinkommen jetzt und ihn aufhalten, aber lasse man Lisa heute. Ah, jetzt ist mal bei mir unter Box an. Belmondo. Schweizer an der Box. Jetzt, ich bin in der In-Lab. Sorry, Valvo, dass ich jetzt wieder reinquasel. Der Schweizer an der Box. Ich bin in der In-Lab. Ich muss auch gleich rein. Jetzt kommt's drauf an. Oder soll ich nochmal? Nein, ich gehe rein. Ich werde nichts riskieren. Was kann ich machen? Kann ich den Schweizer abfangen? Es muss jetzt sitzen, liebe TV-Zuschauer. Ich muss vom Schweizer bleiben, sonst muss ich ihn ins Reifenstapel schicken. Dieser Belmondo, ey, der sollte gefälligst mal Platz machen zum Überwinden. Hat er dir wieder was kaputt gefahren, der Belmondo? Nee, zum Glück nicht. Sonst wäre er demnächst in der 2 Crash Competitions demnächst. Eine ganze Crash-WM, 2 Crash-WMs. Pfaffinger, der geht zum zweiten Mal, der hat sich aber den Flügel abgeschlagen. So, der Beißler geht jetzt rein, ich gehe jetzt auch rein, ich werde auch gar nicht irgendwelche Scherzle probieren. So, jetzt zählt's. Ich glaube, vom Schweizer, es könnte eng werden. Bei mir bist du auch gerade an der Box. oh je, Box, die Einfahrt. Huh, da ist noch eine Schikane, scheiße. Huh, ja, ich bin drin in der Box. Yes. Die scheiß Einfahrt, da knallt der Beißler doch so gerne rein. So, liebe TV-Zuschauer, noch 2 Liter Reserve mache, nicht mehr, haben wir vom Valvo gelernt. Keine 50 Liter. 7,8, ja, wo kommt er aus, der Beißler? Noch ist er Erster. Das erinnert mich an das Lied von Brüller. 7,8 Sekunden und wieder Beißler wieder im Rennen. Achso, ich wollte doch einen Techno-Remix machen. Rocky Berg, da kommt der Schweizer, der Schleiner vor mir, das gibt's doch nicht. Na warte, Matze, das war's, aber noch nicht für dich. Ich komme rein, voll Emotion wieder am Start. Ja, ich war in der Box, der Schweizer hat es nützen können, aber der Schweizer ist jetzt... Matze, mach Platz, du Vogel! Jawohl, mach Platz, du Vogel! Jawohl, yes! Jetzt haben wir einen Schweizer! Du Vogel, das schauen wir uns nochmal an, der wollte mich hier abschießen. Jetzt gucken wir nochmal was, da war der Beißler dran mit der frischeren Reife. Oh, das war eng! Da hat der Beißler fast rübergezogen, aber der Schweizer hat es tatsächlich gemerkt. Sorry, Matze, er hat es doch rübergezogen. Ja, aber er hat es doch gemerkt. Wir schauen es nochmal an, der Matze, aus seinem Cockpit, denke ich mal, das wollen wir uns nochmal geben. Doch, der Matze hat es gemerkt, dass ich da drüber war, ist dann rübergefahren. Okay, sorry, Matze, dafür. Er hat es doch gemerkt. Ich habe gedacht, er schießt mich ab jetzt. Da muss man beim Schweizer mit allem rechnen, natürlich. Auch bei mir auch, aber bei ihm auch. Mein Teamkollege ist übrigens gerade reingekommen. Ist draußen mit Getriebeschaden. Okay, nee, das ist nicht yes. Und ich bin auf Platz 4. Hab so. Gut aufgeholt vom Platz 22. Super aber Sache. Ich bin Zweiter. Hinten. Nachdem ich ein super Battle jetzt gehabt habe, ein sauberes Überholmanöver, muss man dazu sagen. Ich habe ein sauberes Manöver gegen den Schweizer gemacht. Ich hätte ja auch rüberziehen können und dann wäre er an der Wiese gelandet, aber das habe ich nicht gemacht. Und so ist der Schweizer wieder Dritter, also wieder alle da, wo sie vorher waren. Kutat, Schumacher, Hill, Alesi. Der Luca Lichtmess, der wird das Rennen gewinnen, denke ich. Das wäre der zweite Sieg vom Lichtmess. Ach du Scheiße, dann hat der jetzt 20 Punkte, das ist natürlich auch scheiße. Das wirft die ganze WM-Planung vom Beißler durcheinander, jetzt muss ich noch mehr Punkte holen. Bei mir ist jetzt viel Abstand. Coulthard, Hill und Schumacher. Also Coulthard, Schumacher, Hill. Und dann ich mit 24 Sekunden Rückstand. Dann der Alesi, Hose, Hakkinen, Kenny. Mal meine Reihenfolge durch. Und der Luca Lichtmess, der hat deutlich Vorsprung. Ah, ich komme wieder dran. Erster, dann der Beißler und der Schweizer im Gepäck. Der Weber ist schon auf 4. Der war sicher noch an der Box. Tobias Bürgi auf der 5. Wer ist Erster bei dir? Kenny auf der 6. Luca Lichtmess. Okay. Dann der Jan Bürgi auf der 7. Der Kenny war noch mal gucken, was er für eine Strategie hatte. Le Gall 8er, Tientra 9, Patzak 10, Lang. Der Lisa hatte Platz verloren, haha, 12er. 10 Plätze hinterm Beißler, gefällt mir. Mache ich ein Like bei Facebook dafür. 13er der Eichert, 14 Dagome, 15 Hartmann, 16 Grün, 17 Harimi, 18 Bergmann, 19 Stefan Meyer, 20 Schmutz, 21 Hamerski, 22 Valvorik hat sich von beide sauber geholt, also die alle an der Box waren. Uiuiui, 23 Bergold, 24 Pfaffinger und der Rest ist ausgeschieden.
Boah, bei mir geht's gerade knapp zu. Ausgefallen sind bei mir der Marcel Pelz und der Lukas Bär mit Getriebeschaden. Ich fahre über den Curb und fahre über den Gatsch und überhole aber trotzdem Hill. Und hast den Flügel dritter. Noch dran. Puh, ja, ja. Wo ist der Kultart? Wo ist der Kultart? Also Sand. Ein Gatsch. Das war Golfsprache, oder? Golfersprache. Österreicher Sprache. Sagen, das war alles ist möglich, doch. Aber keine Sprache. Kultart spürt leider. Den muss ich abschießen oder überhole. Aber abschießen wäre besser von der Punktezahl, die man gewinnen kann. Ja, wenn ich dabei im Rennen bleibe. Ja, dann, das ist eine Sache. Ist. Also übrigens, wenn ich jetzt... Mir gefallen alle Punkte, die ich in Ungarn hole. Ja, also wenn ich jetzt Zweiter werde, dann habe ich mit Lisa übrigens gleichgezogen, mal das am Rande zu erwähnen. Das ist schon, dann habe ich der Lisa eingeholt. Das hätte ich nicht gedacht. Nochmal am Rande. Wie viel Abstand hast du zum Ersten? Warte mal, ich komme gleich über Start und Ziel, dann wird es mir da eingezeigt. 8 Sekunden. Okay. Ich denke, das werde ich nicht mehr packen. Ich habe ja schon vor der Boxenstopp den Lichtmess nicht wirklich überholen können. Aber Zweiter zu werden in Ungarn und das ohne Crash, das ist schon mal eine Sache. Also da bin Respekt. Ich auch sehr glücklich darüber. Also da will ich lieber den zweiten Platz mitnehmen. Und Weltmeister kann ich immer noch werden. Denn ich habe nur noch 4 Punkte Rückstand auf der WM-Führende. Dann. Nein! Und das wird der Luca Lichtmess. Und beim Valvorik war es das der Flügel, oder wie? Das war wieder die Zielkurve. Und jetzt ist der Flügel weg. Nein, 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 nein. Ich habe mich nur rausgedreht. Bleib auf Platz 3. Huh, Valvorik, nimm die Punkte mit. Auch 4 Punkte können was wert sein. Ich bekäme aktuell 6. Ich muss ja die Lisa überholen noch. Abstand hat jetzt wieder 27 Sekunden. Du und das sind noch 16 Runden. Ich glaube, ich weiß, warum ich da in Hockenheim und Co. keine Überrundungen hatte. Wahrscheinlich ist bei beliebiger Stufe, sind die alle gleich schnell, dass es keine Überrundungen gibt. Ich glaube auch. Das heißt, ich muss mich dann... Du glücklicher. Das heißt, ich werde dann sehen, was in der zweiten Saison mit der 94er Stufe passieren wird. Im McLaren. Wahrscheinlich. Und der Teamkollege vom Schweizer dann. Der Brandl. Genau, die Nummer 8 werde ich nehmen. Ja, die hatte grün. Der wird aber dann ins grüne Auto von Larus gehen müssen, der grün, glaube ich. Oder als Gag in der Ferrari, aber der will ja keine Ferrari, der grün, der mag ja kein Ferrari. Aber das, der Gag wäre schon grün im roten Auto. Das, also es wäre schon was, wo man sich nicht entgehen lassen müsste nochmal. Der Lisa und der Grün schon allein die Namen her. Es ist ja, aber Schmutz und Grün wäre ja auch lustig, oder? Schmutz und Grün. Grüner Schmutz. Wie war das, wo du Schmutz hast? 1:26,7 neue Bestzeit in Runde 24, obwohl die Reifen schon voll im Eimer sind. Aber das ist eine Kampfansage an Coulthard und Schumacher da vorne. Dass ich gerade, wie viel Sekunden aufgeholt habe? 5 in der Runde? Du hättest nett. Dich Schmutz nennen sollen. Du hast doch gesagt, im Trackmania liefst plötzlich, als du Schmutzkaiser hast. Ja. Weil hättest du sollen Servatio, hättest dich sollen Valvorik Schmutz nennen oder Schmutz Valvorik? Schmutz Valvorik, ja. Hätte ja bescheuert an, glaube ich. Valentino hat nicht so gut funktioniert. Ja, Gilbert war eine Katastrophe, gell? Das hätte ich dir aber auch gleich sagen, oder ich war der Beste, da kenne ich so Matze Schweizer, kommt da jetzt auf einmal, was soll das jetzt? Rocky Bergmann. Es war dann Zeit für ein Kenny schlafen zu gehen. Oh ja, hier müsst man jetzt das ist zu viel. Hier müsste man jetzt eigentlich eine Techno-Remix einspielen, so Rocky Bergmann. Es geht schon wieder los. Aber ich habe den Remix leider nicht fertig gebracht zu machen. Dafür habe ich die Zeit nicht gehabt. Aber ich wollte. 26,3 neue Bestzeit. Nur mehr 16,3 Sekunden Abstand. Wieder 5 Sekunden aufgeholt in der Runde. So, jetzt nice, könnte mich der. Nice. Der. Ah, Wichserliche. Der Wichserliche. Ich dachte, das wir haben. Mal rausgepiept. Ja, bei RTL dürftest du mal wohl nicht sagen. Da wäre dann das ganze Let's Play gepiept worden bei uns. Das sollte du mich piep, überrunden. Nicht aufheben. Halten. Mich hält keiner auf. Coulthard Schumacher, das wird spannend da vorne. Schumacher holt auf Coulthard. Bin ich mal prinzipiell gar nicht. Finde ich ganz gut eigentlich.
Ich hole auch auf, übrigens, auf der Luca Lichtmess. Ich hole jetzt immer mehr auf der Luca Lichtmess auf. Ich habe noch 11 Runden. Hm, mal abwarten, ob ich es noch schaffe. Scheiß. Das wäre jetzt krass, wenn ich das ohne Schaden noch schaffe, das am Luca Lichtmess vorbeizukommen und doch noch den Sieg mitzunehmen. Dann wäre das die Siegesserie, die ich in Barcelona starten wollte. Nur ein bisschen später. Der bremst in der Kurve, ist echt krass, ey. Den wäre ich fast reingehagelt. Das wäre das richtige Auto für den Matthias Scholz, ich sag's doch. Da kommt er rein in der nächsten Saison. Ohne Gnade. Mit dem Schwald? Nein, na, der Schwald bleibt die Nummer 4. Mit dem Schmutz? Nein, der bleibt Schmutz im Sauber, dann wird der ganze Gag im Arsch. Oh, piep! Entschuldige. Im Calypso. Ah, ich sag Calypso und dreh mich von der Strecke. Ja. Guck, dass du schnell zurückkommst. Bist du wieder Dritter? Bist du noch? Ja. Oh, Dritter, noch alles dran. 2,7 auf der Luca Lichtmess. Ich hatte noch 8 vor 3 Runden. Es waren nur mehr 13 Sekunden Rückstand. Das hat dich jetzt wieder erhöht. Ja, meiner hat sich verkleinert. Der Schweizer verliert jetzt. Nachdem wir uns gebettet habe. Wenn sie das sagt, ist das schlimm. Du Schatz, meine hat sich verkleinert. Welcher? Meine auch gerade eben. Der Ansage. Meine hat sich komplett zurückgebildet. Oh Gott. Ja, beim Beißler verkleinert sich auch was, nämlich der Rückstand auf der Lichtmess. Wenn ich den jetzt noch kriege, das wäre jetzt geil, dann wäre ich WM-Führender. Muss man auch mal dran denken. Muss man auch mal dran denken. Wer hätte das noch vor 3 Rennen gedacht? Vom Beißler. Der Beißler ist back. Ohne Crash. Ach übrigens, ohne Crash. 30 Runden ohne Crash. Auch das ist eine Sensation. F1. Aber ja, 10 Runden natürlich. Noch. 10 Runden, liebe Zuschauer. Und danke auch an Fuchsi für das Setup. Das dürfte auch. Danke, ja. Beitragen. Wir sollten uns vorher nochmal ein Fuchsi-Video angucken vom nächsten Rennen. Ich glaube, sollten wir auch gleich nachschieben, oder? Wir sind gerade so im Rhythmus, oder, Valvo? Da kannst du dich wieder erholen von dem Rennen hier. Oh, das war jetzt ein bisschen zu weit raus. Jetzt habe ich wieder Zehntel verloren. Scheiße. Ich wollte doch den Lichtmess überholen, aber ich bin ein bisschen vorsichtig, damit ich nicht zu arg rausrutsche. Sonst ist der Matze Schweizer da und der Matze Schweizer ist gefährlich, wenn der einem im Heck steckt. Denn der kennt auch keine Gnade, der gute Schweizer. Ja, okay. Was die schon wieder denken, das ist abnormal, aber gut. Ich denke nur an den Rennsieg. An den Rennsieg denke ich. An den Rennsieg oder an Platz 2. Ich glaube, ich jubel auch gleich, wenn ich Zweiter werde. Also macht euch schon mal auf was gefasst. Okay, mute. Ich sag's mal voraus. Ich glaube, ich Konferenz verlassen. Oh, Alesi hat Hill überholt. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Bei mir passiert gar nichts mehr jetzt. Also ich fahre jetzt schön dran. Natürlich mit Vorsicht, aber es könnte noch was werden. Die Kurve da oben. Schön, das ist für die WM nämlich auch gar nicht so übel. Der ist auch vor der Hill, oder? Ja. Und Schumacher. Und Coulthard. Ja, das ist der Wichtigste, glaube ich. Der ist der WM-Führende. Der müsste eigentlich mal ein paar Punkte liegen lassen, der David. Wer hätte gedacht, dass der mal eine WM-Führung übernimmt, der David? In unserem Grand Prix keiner. In Grand Prix World. Kein Schwein. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Kurz mal unterbrechen, Liverpool führt gegen Manchester City, yes! Okay. Ich fange jetzt auch schon wieder Dagome an zu singen, ich muss mir das unbedingt noch angucken, der Dagome gesungen hat. Was sagt die Zeit? Ich muss mich wieder anders hinsetzen, denn ich spüre den Rücken so langsam. Aber das ist mir egal, ich will jetzt hier das Rennen gewinnen, wenn es möglich ist. Da nehme ich doch einiges in Kauf dafür. Aber es könnte möglich sein, nur in der Kurve. Wir haben es ja gesehen im ersten Teil vom Rennen vor den Stops. Es war nicht einfach, den Lichtmess zu kriegen, denn in den Geraden, da hätte der Lichtmess ein besseres Setup. Aber in der Kurve, da ist der Beißler wieder dran. Der Schweizer, der spielt keine Rolle mehr in dem Rennen heute, der ist weg. Den interessiert keine Sau mehr jetzt, der Schweizer.
Der ist Dritter. Ich hoffe, dass er Dritter wird. Das würde ich Matze jetzt auch gönnen, dass der da mit mir aufs Podest geht. Den neuen Teamkollegen. Naja, das passt. McLaren Peugeot im Baselland Schweizer. Ich glaube, da greifen wir dann direkt um WM an, gleich vom ersten Rennen. Da sind die Da zwei ist ein McLaren, da ist ein Benetton von mir, aber das ist. Oh, Verstappen, ey, du Wichser! Piep! Piep! Calypso! Piep! Der spielt da. Oh, gerade sehr mannschaftsdienlich, wow! Der hilft natürlich jetzt zu Schumacher. Und boah, ich überhole ihn, krieg voll den Überspeed und lege meinen Dreher hin, wie es der Vettel in meinem Outlap macht. Aber du hast noch alle Flügel dran und kannst weiter. Ja, ja, ich habe mich nur einmal gedreht. Einmal einen Walzer getanzt auf der Straße. Geht bei Wiener Walzer. Genau. Der Kenny kann das natürlich noch gefühlvoller die Walzer summen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja, noch 8 Runden, liebe Zuschauer, und ich bin dran am Luca Lichtmess. Also, das ist ein super Rennen. Also, das hätte man echt nicht erwartet. Der Startplatz war super, das Rennen war es auch. Und ja. Die Wende vom Beißler, sie scheint zu kommen. Ich meine, die deutsche Wende ist ja auch mal irgendwann gekommen. Also von daher kommt auch dem Beißler seine Wende. So, weiterhin Platz 3. Coulthard 3,4 vor Schumacher. Und ich bin 13,7 hinter Coulthard. Und es sind noch 9 Runden. Oh, Brandl. Bei mir sind es auch noch 8 jetzt. 8 sind es noch. 8 Runden. Brandl macht keinen Scheiß. Ah, Brandl, der Brandl, das ist dann der Beißler im nächsten Saison. Denk dran. Das wäre fast die Crash-WM gewesen für den Brandl, das Ticket. Arcella kommt doch sowieso noch dran, oder? Brandl, hau ihn um, hol's ihn ab. Okay. Ja, Brandl vorbei. Wird es was mit dem Lichtmess? Es. Ist immer, sieht immer gleichbleibend aus, immer dasselbe Spiel, das hatte man schon im ersten Stint. In den Kurven lebendig am Brandl vorbei, dran. Das ist gut. In den Kurven dran, okay. Im Rennen nicht. In den Kurven dran, auf den Geraden nicht, das war schon der erste Outtake. Nächster Best of Outtake. jetzt sieht's doch schon anders aus. Jetzt hat der Lichtmess aber richtig verloren, mein lieber Mann. Jetzt könnte da was gehen. Jetzt die Gerade und dasselbe mache wie mit dem Matze Schweizer. Nein, funktioniert nicht. Nicht genug Speed, muss da bremsen. Oh je, das wäre es jetzt gewesen. Also, es bleibt spannend, liebe Zuschauer. Jetzt hat der Lichtmess irgendwas gemacht. Sich verbremst oder so, denn jetzt ist der Beißler direkt im Heck. Und er versucht jetzt alles. Das ist die Möglichkeit. Der Schweizer spielt in dem Rennen keine Rolle mehr um den Sieg. Der wird Dritter. Ich hoffe, der ist. Wie viel Abstand habt ihr? Sag ich dir, wenn ich wieder über Start und Ziel komme. Ich habe da auf den Schweizer nicht mehr drauf geachtet, weil der mich nicht mehr interessiert hat. Also jetzt zum Luca. 0,8. Wow. Gerade eben war es noch 2,1. Also er hat böse verliegen lassen jetzt. Das heißt. Mal gucken, wem die Reife am ersten halte. Es ist möglich. Also ich würde es nicht ausschließen, dass das noch ein Rennsieg wäre kann von Beißler. Dann wird es richtig laut gleich. Wenn es jetzt DRS gäbe, wäre das natürlich super. Ja, so, Rückstand zum Schweizer kann ich da auch gleich mal sagen, wenn es kommt, nämlich 4 Sekunden. 4 Sekunden und der Lichtmess, der hat nur noch 0,4, denn jetzt ist er, glaube ich, dran, der Luca. Luca, mach keinen Mist hier. Ah, der hat Abstand 6 Sekunden auf Schumacher. Der hat jetzt so geschickt gebremst, der Luca Lichtmess, dass ich da jetzt keine Chance hatte. Ja, wenn es jetzt DRS gegeben wäre, dann wäre er schon hinter mir. Aber Hill ist ordentlich zurückgefahren hinter Lesi schon lange. Und boah, jetzt 33,5 Sekunden hinter mir ist da Lesi. Das heißt, der spielt auch keine Rolle mehr. Schweizer 4 Sekunden hinter mir, der wird mir nicht mehr gefährlich werden. Der wird Dritter, finde ich super. Wenn alles so bleibt. Dann habe ich 16 Punkte und bin am Lisa vorbei. Juhu, endlich. Hat auch lang gedauert.
Aber ich bin wieder stark am Überrunden gerade. Aber der Schumacher auch, was ich so sehe. Schumacher ist irgendwo vor mir in dieser Gruppe, in der Überrundungsgruppe. Hat auch ordentlich gerade verloren. Der Kult hat, weil der so, dürfte jetzt auch mittendrin sein. Jetzt, 1,7. Jetzt. Was passiert? Bei mir auch gerade. Oh, da ist der Luca nicht mehr. Der kollidiert, der fliegt ab, aber Beißler führt. Lichtmess ist, glaube ich, abgeflogen. Ich glaube, der Lisa schlägt da übrigens, als interessiert. Was mit dem Lichtmess? Der kann's Auto noch halten. Ja, der ist drin. Beißler führt. Juhu! Aber der Lisa schlägt da. Warum ist denn der Letzter? Ich sollte mal die Reihenfolge durchgeben. Lisa schlägt da. Da lache ich mich gleich mal schlapp. Ich habe ihn überholt, wenn ich ins Ziel komme. Gehen wir das doch mal durch. Der Beißler führt jetzt nach der super Attacke. Hier sehen wir es nochmal. Da habe ich ein bisschen den Lisa berührt. Nicht den Lisa, den hätte ich abgeschossen. Den Lichtmess berührt. Beißler 1. Lichtmess 2. Dritter der Matze Schweizer. Den interessiert kein Mensch mehr jetzt. Tobias Bürgi auf der 4. Der spielt um die WM auch noch eine Rolle. Käme auch auf 20 Punkte dann. Jan Bürgi auf der 5. Tientran auf der 6, der Lang auf der 7, der Dagome ist schon 8er mittlerweile. Der Hartmann, der Weber, der Gilbert Grün ist schon 11er, mein lieber Mann. Der Harimi, der Bergmann, der Kenny ist 14er vom Stefan Meyer. Der Valvorik 16er, was ist denn da los, Kenny, bei dir? Warum bist du jetzt so weit abgefallen in dem Rennen? Kennst ich dachte, du machst da Brotzeit dafür. Aber der Valvorik ist noch hinter dir. Dann Schmutz, Le Gall, Hamerski, Patzak, Bergold, Pfaffinger, Eichert. Haha, der Lisa! Haha! Und dann der Beißler. Haha, der Lisa. Schauen wir uns noch einmal das Überholmanöver an vom Beißler. Darf ich auch mal kurz Beißler? So zwischendurch mal? Jawohl, dann ich fahre jetzt wieder. Ich habe gerade den Berger und den Beißler überrundet. Das war gerade echt extrem knapp. Aber bei mir nicht, oder? Ja, mit Berger war es knapp. Ah, ja, das dachte ich doch. Wäre auch komisch, und wenn nicht. Wir sind immer noch jetzt in einer ganz engen Gruppe. Der Coulthard hat nämlich ordentlich verloren auf den Schumacher. Also 0,7 Coulthard vor Schumacher. Und ich bin direkt hinter Schumacher. Wir sind jetzt am Überrunden, Kult hat überrundet einen Footwork, den Dagomir, glaube ich, wow, zu dritt nebeneinander, wow, Schumacher war direkt drüber, wow. Ah, Merski ist draußen. Oh, alter Vater, das sehe ich mir nochmal an. Ich auch, weil der Hamerski gerade aus ist. der knallt auf das Wrack vom Bär drauf. Also das müsst ihr euch nochmal angucken dann bei mir. Wir überrunden nämlich den XDQM-Hose. Da bin ich gespannt. Schumacher links, ich rechts, also wie damals im Spa mit Hakkinen und Schumacher und Zonter. So ähnlich war das. Da bin ich echt gespannt drauf. Der Schumacher zieht ganz knapp wieder rüber. Nein, ich dreh mich. Getriebeschaden hatte der Hamerski und in dem Fall dreht sich der Valvorik und das Rennen ist jetzt kaputt, oder wie? Da liegt ein Flügel, er ist aber nicht von mir. Boah, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt die Schlussphase, jetzt wird's doppelt laut beim Beißler und beim Valvo. Boah, der Kuhtel knallt im Hose rein. Es ist leider der Frontflügel vom Hose, der da mit aufgezogen ist. Boah, Alter. Hey, da geht ja ich drehe mich raus in dieser Kurve, die ich so hasse. Alle fahren an mir vorbei. Und Kultat und Hose kollidieren vor mir. Damit führt Valvo, oder? Nee, ich hab mich ja gedreht. Ach schade, aber das hättest du jetzt nützen können, wenn du jetzt einen Scheiß gemacht hättest. Ja, durch mich ist das erst zustande gekommen, weil einer links und einer rechts vorbei wollte an mir. Und wo bist du jetzt aktuell? Ich bin Erster, immer noch. Ich bin Dritter. Oh, nee. Schumacher führt jetzt vor Kultat und ich bin im Dritter. Ja gut, Schumacher führt, ist auch scheiße, er ist auch vor dir in der WM. Ja. Ich weiß nicht, warum du so aufgeregt bist. Ich bin völlig entspannt hier. Boah, Alter, wenn du das siehst. Ja, Kenny ist die Entspanntheit in Person, der genießt und schweigt. Im Moment. Im Moment. Das ist doch falsch, aber... Aber gleich wird nicht mehr geschwiegen, denn ich glaube, ich habe nur noch 2 Runden. Und dann wird es ziemlich laut in der Richtung Beißler, wenn es so ausgeht, wie es jetzt ausgeht. So.
Der Hose wird ja gerade durchgereicht durch den fehlenden Frontflügel und ist auch an der Box. Boah, das Rennen macht echt so Spaß. Ich finde es super. Schade, dass es nicht Kuter erwischt hat. Ja, das schade. Ist schade. Das wäre dir in der WM lieber gewesen, weil der Hose, den interessiert ja auch keinen in der WM. Nee, ich versuche gerade Kuter ein bisschen unter Druck zu bringen. Wenn du den jetzt überholen könntest, dann wäre es gut. Ja, ich versuche ihn gerade in meiner Hasskurve so ein bisschen unter Druck zu bringen. In der Hasskurve. Und rutscht selber raus und ruiniert mir den Flügel. Fuck! Nein! 37, vorletzte Runde. Beim und ich glaube, bei Valvo ist jetzt das Rennen hinüber. Ah, ey! Was war? Rundflügel am Randstein. Oh nein! Guck nicht da, lang. Kannst du noch durchkommen? Wie viele Runden hast du noch? Ja, ich habe noch 3 Runden. Oh ja, ich habe eine weniger wie du. Oh, kannst du das schaffen? Oder ist es vorbei? Wenn du jetzt an Box gehst, hast du wahrscheinlich mehr verloren. Oder nee, nee, ich bin durch. Oh nein, damit ist Kultat aber Geschichte jetzt. Denke ich. Aber schauen wir mal, was die letzten 2 Runden oder 3 Runden noch bringen. Also bei mir sind es definitiv noch 2. Ich gehe jetzt gleich in die vorletzte. 2,4 hinter Kultat. Der Lichtpass hat keine Chance mehr, der ist schon 1,4. Er ist halt weit hinten, der ist halt 40 Sekunden oder so zurück, also der wird keine Rolle mehr spielen. Okay, dann könntest du da ja Stopp erlauben und du wärst immer noch Dritter oder Vierter. Ja, aber ich will halt den Kultat haben. Ja, der wäre in der WM wichtiger. Schumi wäre eigentlich auch wichtig für dich, aber den kriegst du definitiv noch nicht mehr. Der Lichtmess hat jetzt 3 Sekunden Rückstand. Der wird mir nicht mehr gefährlich, wenn nichts passiert. Und ich glaube, ich bin gleich in der letzten Runde oder in der vorletzten. Boah, Alter, das ist so schwer ohne Frontflügel. Das ist echt am Maximum. Ich bremse jetzt an manche Kurve sogar extra, damit nichts passiert hier. Ich kann das gerade nicht machen. Ich fahre gerade noch Vollstoff. Das ist eine Siegesserie. Das wäre der 2. in Folge übrigens. Ich habe ja gesagt, ich starte eine Siegesserie. Ich habe nur nicht gesagt, wann. Ah doch, am Barcelona, aber ja. Das hat nicht geklappt. Kultat! Oh, ich wollte treffen und rutscht daneben. Nein! Oh Mann! Willst du Tipps, wie man einen abschießt? Ja. Einfach umdrehen. Wenn du das Rennen wegschmeißen jetzt ist willst. Vorbei. Jetzt habe ich es verkackt. Entweder du jetzt will ich Punkte mitnehmen. So bin ich so doof und Mann. Oder ist jetzt die Punkte weg? Nee, nee. Wenn sie jetzt weg wäre, würde ich sagen, umdrehen und dann einfach mal von vorne kommen. Frontal kommen. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Aber der Beißler ist in der letzten. Ich mich halt echt an. Wieso bin ich so blöd und mach das, ey? Tja, er ist so langsam in der Kurve und ich dachte, komm, gerade ich ihn jetzt gleich. Anstatt das ist noch eine halt Racing-Instinkt. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass der Beißler in der letzten Runde ist, für alle, die sich die Ohrenschützer aufsetzen möchten. Denn okay, gut, dass du sagst. Ja, du kennst den Jubel vom Beißler und deswegen weißt du ja, was gleich kommen wird. Denn es ist die letzte Runde. Ja, da beginnt die Siegesserie vom Beißler und da kommt ja Monza, das müsste auch gut werden. Ha, damit wäre ich dann Weltmeister. Da brauche ich dann ab Portugal nur noch crashen. Schweizer. Dritter. Lichtmess ist das Zweiter, Schweizer ist Dritter. Und wenn ich jetzt in Monza gewinne, crash ich ab Portugal alle raus. Oh, da crash ich mich fast raus in der letzten Kurve. Ich fass es nicht. Aber egal. Woo! Yes, baby! Woo! Yes, boys! Sieg vom Beißler! Woo! Yes! Zweiter Sieg in Folge von Beißler. Und jetzt mache ich mal Donuts. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Meinst du, das geht? Da kommt der. Oh! Ich mache fast Donuts, nun gewollt. Ich will jetzt. Schweizer wird, glaube ich, Zweiter. Ich glaube, der Matze ist Zweiter geworden. Da mache ich mir der Flügel vor Freude kaputt am Auto. Alles scheißegal. Ich will jetzt die Donuts. Dreh dich. Mann, ich will Donuts sehen. Mann, das geht hier gar nicht. Auf Grand Prix 3 wird es funktionieren. Der Schweizer ist, glaube ich, Zweiter geworden. Muss ich mal gucken. Nein, der Lichtmess. Der Schweizer hat ihn überholt. Ich fahre in der Außenperspektive. Woo! Zweiter Sieg in Folge von Michael Beißler. Wer hätte das gedacht? Der Kenny kann es auch nicht quasi, oder? GZ. Tja, etwas überrascht.
Aber Glückwunsch. Ich glaube, der Beißler hat jetzt die Normalform gefunden, oder? Das Rennen ist auch schon vorüber. Lalalalala. Immer auf Platz 1. Yes! Hat jetzt wieder ein Part gemacht, das Nummer 1 Ding. Das haben wir schon mal gesehen in Hockenheim. Und da gehen wir doch mal ins Rennergebnis. So, da fahre ich noch den einen über den Haufen. Den über Bergmann ist 11. Weber auf der 10. Harimi ist sogar 12. Bergmann nur 13. Ist eine Enttäuschung, wenn man mal guckt, wo der Lichtmess gelandet ist. Dann der Stefan Meyer. Dann Valvorik noch vorm Kenny. Der der Daniel. Dann hätte ich die Visage nicht mehr im Spiegel sehen. Nett wie nett. Der Daniel Schmutz habt aber hinter euch gelassen, den Bayern-Fan. Vor auch den Bergold und den Pfaffinger. Sowie auch der Le Gall und. Das fotografiere ich jetzt als Screenshot und poste hoch. Und mal es noch schön an. Vom Patzak, Eichert. Ja, Hamerski, Pelz und Bär sind mit dem Getriebeschaden ausgefallen. Alle nur mit Getriebe. Keiner gecrashed vom Beißler, denn der hat gewonnen. Ja, und mein Ergebnis, jetzt gerade schon in Spa. Ich habe nämlich das WM-Ergebnis, dann der Lang, der Schmutz, der Bär, der Dagome, der Le Gall, der Harini, der Grün, selbst der Grün hat schon 5 Punkte, der Tien, der Hartmann, sogar der Kenny hat 4 Punkte. Yeah. Kier. Und dann der Schwald, so leider auch. Faultier. Leider hat auch der Matthias Scholz Punkte. Kann man nicht ändern, passiert halt einmal. Dann der Patzak, Weber, Eichert, Hamerski, Pfaffinger und Bergold. Du, ich glaube, alle 28 haben sogar Punkte. Ich glaube, alle Fahrer sind jetzt in den Punkte drin. Das ist unglaublich. Sogar der Beißler. Der führt jetzt sogar. Gut, einen Fahrer hätte ich jetzt nicht unbedingt in der Punkte gebraucht. Der steht auf Platz 22 und heißt aus. Aber die Williams schwache ganz schön ab. Das werden wir auch gleich in der Konstrukteurs-WM noch sehen. Die machen mal schnell noch reingucken wolle. Da führt jetzt Benetton mit 36 vor Ferrari mit 3. Also man soll es nicht meinen, oder? Tja, Sachen gibt's und da gibt es immer wieder. Ein bekanntes Lied. Valvo hat sich kurz verabschiedet. Was mich zu einer Überleitung bringt, nämlich das sollte ich auch mal tun, sonst kann ich das Video vor Größe nicht mehr hochladen. Ich sollte aber noch speichern, das wäre vielleicht auch wichtig, sonst muss ich den Sieg nochmal erfahren und ich glaube, dass ich das ein zweites Mal nicht zusammenkriege. Also wollen wir es auch nicht riskieren, oder? Und gehen zum nächsten Grand Prix. In Spa-Francorchamps. Ja, und da sind wir schon. Und ich denke, ich speichere das. Ich habe es am falschen Zwischen gespeichert. Das macht jetzt aber nichts. Und speichere die Datei jetzt ab. Und dann denke ich, werden wir uns in Spa wieder einfinden. Da bin ich mal gespannt, was der Beißler da reißt. Ich habe da jetzt gar nicht so. Kann ich noch nicht einschätzen, was da passieren wird in Spa. Also da lasse ich mich einfach überraschen. Ich kann mir es ja erlauben, zwischendrin nochmal zu crashen, weil es kommt. Und an den Kenny, unser Special Guest, der war schon. Mit Sicherheit nicht, nein. Valvo ist auch da, dann sage ich auch mal Danke an dich, Valvo. Sag ich mal, schalte mal zurück nach Zürich. Keep racing.